Gibt es auch Kriterien zu verhindern, zum Beispiel, dass jetzt politisch deklarierte Personen oder Familienmitglieder von Gemeindebediensteten oder Gemeindepolitikern bevorzugt werden bei der Stellenvergabe? Ich fange mit dem zweiten Klärung, wenn ich darf. Also wir wissen das als Ordnungsservice nicht. Die Kriterien sind sehr einfach und die gelten für alle und sind für alle gleich. Man muss über 50 Jahre alt sein und man muss über ein Jahr lang arbeitslos gewesen sein, um in der Beschäftigungsaktion 20.000 als Kundschaft gelten zu können. Und die zweite Seite ist, wir suchen bei den Gemeinden, wir bekommen gemeldet bei den Gemeinden, bei gemeinnützigen Vereinen mögliche offene Stellen. Wir prüfen diese offenen Stellen, ob das zusätzlich ist, dass niemand verdrängt wird. Und dann ist das ein ganz normales Matching-Verfahren, wie wir es 100.000-fach in der Wirtschaft als AMS machen. Das heißt, wir schauen, dass die richtige Person auf den besten und passenden Arbeitsplatz draufpasst. Und das probieren wir so lang, bis es Kling macht und dann ein Dienstverhältnis begonnen werden kann. Die Mitarbeiterinnen des Arbeitsmarktservice, die Beraterin, der Berater am Schreibtisch, der hat keine Informationen, ob es da Familienbeziehungen oder sonst irgendetwas geht. Das wird von uns eingeleitet und von uns betrieben und bearbeitet. Kurz ergänzt. Zu der Gemeinde haben wir das so genannt, und ich habe jetzt einen ehemaligen Gemeinderat der FPÖ bei mir anstatt. Ich habe einen ehemaligen einen ÖVP-Mitglied anstatt, und die Frau Rosmann kann bestätigen, sie hat noch nie was mit Parteien zu tun gehabt. Die hat heute, Entschuldigung, den Bundesminister nicht einmal sie gekannt. Das geht gar nicht. If you like this video, please comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.